Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lost Horizon 2. Wir haben so ein bisschen Eingang zum Bunker gefunden, wie es scheint. Können wir wieder rausgehen? Ich habe keine Zeit für Spaziergänge im Wald. Ich muss nach den geraubten Wikinger-Artefakten aus der Rosenthal-Sammlung suchen. Ja, machen wir ja, machen wir ja. Wir haben das jetzt gefunden und wir brauchen jetzt hier Licht. Hier ist ein Schild. Die kleine Tafel ist völlig verdreckt. Okay, es Wechselstrom auf Wechselstrom schalten, Amperewert für die Beleuchtung einstellen, Sicherungsschalter aktivieren. Ich muss etwas finden, womit ich das Schild säubern kann. Geht das? Ich muss etwas finden, womit ich das Schild säubern kann. Geht nicht, wa? Ginge hier nicht? Ach doch, man muss natürlich... Man muss halt nur richtig... Okay, das ist eine Anleitung, wie man Wechselstrom... okay. Geht hier nicht mehr? Mehr kann ich nicht sauber machen hier. Ich kann hier nicht sauber machen. Hersteller, Deuter, wer... Irgendwas. Okay, neuer Schalter... neuer Schalter. Warte mal, neuer Zettel. Okay, wir müssen auf Wechselstrom schalten. Irgendwas mit 035. Sicherung grün. Spannung Fragezeichen. Ich tippe mal 400 Volt oder sowas. Und dann starten rot. Okay. Also es muss irgendwas, also wenn ich mir den Bogen hier angucke, ist irgendwas Rundes, glaube ich. Also es könnte eine 0 sein, 3, eine 2 ist es nicht, weil der Bogen hier unten noch ist. Also es könnte, also 3, 8, eine 9 könnte das auch sein. Okay. So, können wir bestimmt, können wir hier durch? Ich sollte Licht machen, sonst breche ich mir im Dunkeln womöglich noch alle Knochen. Okay, dann gehen wir hier zum Generator. Ich glaube, das ist ja ist auch das Einzige, was wir noch sehen. Ein Dieselgenerator. Auf Wechsel. Ach, gucke mal. Eine 2 kann es nicht sein. Dann ist es nur 480. Okay, pass auf. Erst drücken, dann drehen. Okay. Technik. Ach, hier, warte mal. Erstmal. Machen wir den auf Wechselstrom. So, dann sollen wir Sicherung grün. Haben wir. Spannung auf 400 irgendwas. An aber das ist so. Das müsste 480 sein. Hoffe ich mal. Und dann starte rot. Mist, er springt nicht an. Ach so. Jetzt aber. Gut, der Generator läuft schon mal. Und es ward Licht. Yes, sir. Okay, das war einfach. Was haben wir denn? Wir haben eine Tür. Wir haben hier eine Tür. Der Ventilator sorgt für die Luftzirkulation zwischen den Räumen. Der ist aber ein bisschen kaputt, ne? Können wir da was reinstecken? Nö. Zum Ausbremsen, wisst ihr? Blockiert. Da komme ich nicht durch. Das heißt, ich müsste den Ventilator abschalten. Warte mal, kann ich den Ventilator abschalten? Belüftung ist klar, dass der aus ist. Ich mach das ja einfach mal alles an. Wird schon. Vielleicht finden wir ja auch noch eine Sicherung. Also so einen Sicherungsschalter. Was haben wir denn hier? Ein Spind. Ein paar alte deutsche Münzen. Warum? Wir haben doch schon welche. Ein paar Pfennige und Reichsmarkmünzen. Okay, die sind heute jedenfalls eine Menge wert. Wir haben hier einen Durchgang. Ach, herrje. Gummimatte. Zum Isolieren wahrscheinlich.
Hier schwebt irgendwie Gas oder sowas. Guck mal hier. Da in dem Spind ist was drin da oben. Ein paar alte Konservendosen. Warum? Dosenfleisch und Erbsen. Hergestellt 1943. Ich gehe nicht davon aus, dass man das noch essen kann. Warum nicht? Ist da eingelegt hier. Der ist dermaßen eingerostet, den müsste ich schon aufsprengen. Ein Messingventil, aber keine Spur von den Wikinger-Artefakten. Ich glaube, hier müssen wir noch ran. Ein Ventil mit Rohr- und Gewindeaufsatz. Wozu das wohl gut sein soll? Das ist eine gute Frage. Gehen wir erstmal weiter. So, da können wir noch durch. Hier riecht's nach Diesel. Okay. Was ist das hier? Ein Metallrohr. Können hier... Oh, ist das verwirrend. Wie soll ich die öffnen? Es gibt keine Klinke, nur ein kleines Loch in der Mitte. Hier. Hier mit der Zigarre. Was ist denn da im Hintergrund zu hören? Hört ihr das? Als ob jemand lacht. Oh mein Gott, wie ist das? Wie verwinkelt ist denn das hier? Die Tür da drüben ist nicht, okay. Also man kann einmal hier komplett rum. So viel... Es ist zum Glück nicht so schwer, wie es aussieht. Hatten wir irgendwas zum Aufhebeln? Doch, wir hatten was, den einen Spind. Hier drüben den Spind. Warte mal, den können wir vielleicht damit aufhebeln. Ich weiß es nicht. Nein, mit dem hier... So, dann probiere ich erstmal wieder das Offensichtliche. Ich wickle die Gummimatte um ein Ende des Metallrohrs. Warum? Die Gummimatte ist fest ums Ende des Rohrs gewickelt. Ah, okay, okay. Okay, ich weiß, ich weiß. Das wäre mir jetzt so oder so eingefallen. Wir können ja versuchen, die Stange hier reinzuhämmern. Oder auch nicht. Dann kommt noch irgendwas anderes, oder? Oder auch nicht. Vor allem, ich habe immer noch die Bonze dabei. Einfach ein Raum. Wie soll ich die öffnen? Es gibt keine Klinke, nur ein kleines Loch in der Mitte. Okay. Okay, das ist jetzt, wie gesagt, wildes Probieren. Das Schlimme ist, man hat hier Gegenstände. Ja. Man hat jetzt Gegenstände, die vielleicht keine Rolle spielen. Haben wir vielleicht irgendwas von den Sachen, die wir hier haben? Hier fehlt ein Schalter. Ja, eben. Da fehlt ein Schalter. Was sind denn... keine Ahnung. Dann haben wir bloß ein Schild. Mit bloßen Fingern kann ich den nicht rausziehen. Okay, also das ist ja gemein. Hab ihn. Okay, den können wir vielleicht jetzt, weil er so klein ist. Was anderes fällt mir nämlich ein, nicht entweder hier oder an der Tür könnten wir jetzt...
passt perfekt. Okay. Dann hätten wir das Thema auch. Mal schauen, was dabei rauskommt. Du meine Güte, das reinste Gruselkabinett. Oh. Diese Kreaturen waren völlig missgestaltet. Das ist bestimmt das Ergebnis von Kesslers abscheulichen Experimenten. Okay, wir gehen mal weiter hier. Keine Spur von der Beutekunst. Hoffentlich bin ich hier nicht auf dem Holzweg. Ohne diese Wikinger-Schatulle oder eins der anderen Artefakte aus der Rosenthal-Sammlung kann ich die restlichen Kriegsverbrecher aus Kesslers Einheit nicht überführen. Ja, das machen wir doch schon. Guck mal, hier ist ein Kabel. Fass das nicht an. Warte. Ich weiß nicht, ob sie das nicht anfasst. Selbst wenn ich von hier aus rankäme, würde ich es nicht mit bloßen Händen anfassen. Das wäre mein sicherer Tod. Okay, dafür haben wir ja schon vorgesorgt. Eigentlich dachten wir, dass wir es woanders gebrauchen können, aber gut. Ja. So, jetzt haben wir das hier. Dann geht's hier bloß noch rüber. Was verbirgt man wohl hinter so einer massiven Tür? Das ist eine gute Frage. Ach du Gott. Eine Kette. Die Kette ist sehr stark verrostet, aber ich bekomme sie trotzdem nicht ab. Aha. Okay. Ja. Aber wenn ich mir... Guck mal, hier steht A, B, C, D. Oh, warte mal. Ich hab noch was im Hinterkopf. Lasst mich recht haben. C3. Ich wusste es. Moment. Hier gibt's in einigen Räumen standen so eine... Ich dachte, das sind so die Sektoren oder so. Aber wahnsinnig. D2. Okay. Deswegen gibt es hier so viele B1, so viele verwinkelte Räume. Jetzt fehlt bloß noch A. Wie soll ich die öffnen? Ja. A5. Und wir müssen noch das Schloss aufkriegen. Was haben wir hier noch? Okay. Gut, dann gehen wir erstmal zurück. Keine Ahnung. Halt, da müssen wir durch. Und schauen uns dann nochmal das Ding hier hinten an. Oh, das Rad ist locker. Ich nehm's mal mit. Och komm, hör auf. In diesem Loch steckte eins der Metallräder. Ach so, das war das Einzige, was nicht... Ach, können wir damit vielleicht was irgendwo abmachen, oder wie? Oder mal... Wo könnten wir denn was abmachen? Hier ist nix. Hier geht's nur durch. Dann gehen wir mal hier lang. Nur durch. Ah, warte mal. An die Tür. Das Rad passt in das kleine Loch. Sesam, öffne dich. Okay, wir behalten das Rad. Treibstoffdämpfe. Hier sollte ich mich besser nicht zu lange aufhalten. Okay. Öllache. Dank, mir wird übel. Ölfass. Der Boden ist durchgerostet. Ich sollte schleunigst raus hier. Warte mal kurz. Öl. Alte Konserven. Das Wasser scheint noch recht frisch zu sein. Okay, dann gucken wir uns mal weiter um. Ich habe Sorge, dass wir hier vielleicht, was ist das hier? Eine Flasche? Was ist das? Eine kleine Gasflasche. Ah. In der Gasflasche ist ein Gemisch aus Propan und Butan. Oben befindet sich ein Messinggewinde. Ein Ventil mit Rohr- und Gewindeaufsatz. Wozu das wohl gut sein soll? Tja, Messing. Wie denn passt. Und fertig ist der handliche Lötbrenner. Ah.
Na, damit kriegen wir doch das wunderbar aufgeschnitten, oder? Komm mal. So, erstmal mache ich das hier wieder ran. Okay, und jetzt kriegen wir das aufgeschnitten. Das Schloss dürfte die Schwachstelle sein. Geschafft. Okay, dann stellen wir mal ein A5. Ich hoffe mal, das ist die Ausrichtung. B1. Ach, da gibt es doch noch links und rechts. Okay. D2. C3. Okay. Geht das? Nö. Was haben wir hier? Links, rechts. Also rechts, links, so rum. Rechts, links, rechts. Ist das vielleicht auch links? Okay. Na endlich. In diesem Lager bewahrt Kessler also die Kriegsbeute auf. Alles gründlich verpackt und gestapelt in Hunderten von Kisten. Wo soll ich da anfangen, nach der Wikinger-Schatulle zu suchen? Das ist eine gute Frage. Am besten gehen wir zum Registerschrank, aber Durchgang, Regale, wir gehen zum Registerschrank. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Ach du Gott. Ich muss eines der Wikinger-Artefakte finden, die aus der Sammlung des Historikers stammen. Ach du Heiliger. So, Polen nicht. Ich guck mal hier. Hä? Ist immer das Gleiche hier, oder was? Das ist was? Das ist keins der gesuchten Wikinger-Artefakte. Oh mein Gott! Wie soll ich das rausfinden? Das erinnert mich gerade so an Monkey Island. Oh Gott, welcher Teil war denn das? Monkey Island 2. Mit den vielen, vielen Einträgen im Lexikon, ne? So, wir haben hier noch... Ups. Diese Regale haben die Nummer 1. Okay. Das sind die Regale mit der Nummer 3. Okay. Auf diesen Regalen steht Nummer 2. Und hier haben wir noch einen Durchgang. Ich gehe mal hier hin. Ach Gott. Hier sind die Regale mit der Nummer 5. Okay, hier ist eine Nummerierung. Was haben wir hier hinten? Tisch. Hier liegt ein kleines Buch. Also mit Inventar wird man hier wirklich zugeschissen im Spiel. Kessler hat die Codenamen von Einsätzen und wann sie stattgefunden haben, schriftlich festgehalten. Vermutlich handelt es sich bei diesen Einsätzen um die Raubzüge seines SS-Kommandos. Okay. Ich hatte nämlich geistig die Sachen gesucht hier gerade. 42 war das. Das heißt, das kann Alpha sein. Warte mal, Alpha. Es kann Pi sein. Und Beta. Okay. Hier ist noch ein Durchgang. Wir gucken erstmal nochmal zum Durchgang. Das ist das Ende. Nochmal Regal. Achso. So, jetzt wird's zweistellig. Das sind die Regale mit der Nummer 10. Okay, scheint
hier nichts weiter zu... Okay, das sind wahrscheinlich nur, wenn wir dort suchen müssen. So, dann nehmen wir uns das Ding hier nochmal vor, den Registerschrank. So, wer hat mir gesagt, Alpha? Achso, wo warten? In Niederlanden waren das, ne? Warte mal kurz. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. In Dresden, Deutschland, okay. Also ist es Deutschland. So, Alpha, Deutschland. Nee, eine Schatulle suchen wir ja, ne? Also Artefakte. Büchse der Pandora. Das ist keins der gesuchten Wikinger-Artefakte. Okay. Konfektdose. Das ist keins der gesuchten Wikinger-Artefakte. Faustkeilsammlung. Das sind nur solche Sachen. Bücher glaube ich nicht. Warte mal. Dann, was hatten wir gesagt? Pi? Pi ist wahrscheinlich das hier. Fass ohne Boden. Da. Das muss die Schatulle sein. Endlich. Regal 11, Fach Nummer 1. Nichts wie hin. Okay, gucken wir mal. Münzsammlung. Über 2000 Münzen, 18. bis 20. Jahrhundert. Herkunft deutsches, deutsches Reich, Frankreich und Ägypten. Schatulle mit Runen, Holzschatulle, 40 x 25 x 15, mit nordischen Runen und Metallapplikationen verziert. Genaues Alter und Herkunft unbekannt. So, Regal 11, Fach 1. Da müssen wir hin. Regal 11, Fach 1. Also ganz da hinten müssen wir laufen. Regal 11, Fach 1. Regal 11. Das wird das hier unten sein, das hier. Hier muss es sein. Regal 11, Fach 1. Verdammt, da fehlen Kisten. Den frischen Schleifspuren am Boden nachzuurteilen, wurden sie erst kürzlich weggeschafft. Da hinten hin, guck mal hier. Die Schleifspuren führen den Gang entlang. Irgendwas ist hinter der Palette. Da wurde was versteckt. Ein Loch in der Wand. Okay. Hier ist der Zugang. Gute Arbeit. Oh. Nun gut, wir machen an der Stelle hier ein Folgenpäuschen und schauen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Denn wenn hier irgendwas frisch irgendwo weggeschoben, transportiert wurde, dann muss hier noch jemand sein. Wer das sein wird, erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Firefox.